Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge OMSI 2 mit dem neuen Bus-DLC. Hallo, Maurice. Hallöchen, ja, zweite Runde, neues Glück, altes Pech, wie auch immer. Ja, weil jetzt mit dem Solaris Ubino 2, ne? Entschuldigung. Genau. Ja, genau, wir haben hier Ubino 2. Ich habe jetzt in dieser Folge den Gelenkbus Viertürer und Marc, du hast den Solo 2-Türer. Das ist dermaßen korrekt. Ja, wir fahren jetzt, also ich zumindest fahre jetzt die gleiche Linie zurück mit dem Solaris auf dem Krefrath V3, die Linie 56 Richtung Krefrath Osten S-Bahnhof. Ich bin gerade verkehrt gefahren, aber gar kein Problem für uns. So, ich fange mich jetzt auch los. Ich fahre jetzt die 837 mit dem Solo. Und ja, unser erster Eindruck, wir haben ja die erste Folge für uns ja schon aufgenommen und die ersten Varianten, also den 15 Meter Wagen und den Solo 3-Türer schon getestet. Wie ist das so bisher so dein Resümee? Also ich muss sagen, wie gesagt, es ist immer noch ein gutes Add-on. Wie gesagt, am Ende der Folge werden wir uns zum Beispiel noch mal genauer drauf beruhen. Aber so, wie gesagt, der erste Eindruck, den ich jetzt habe, ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Genau, das ist auch meine Meinung. Wir haben hier 5 Busse für 15 Euro, also jeder Bus kostet 3 Euro. Oder habe ich schon mit Laber Scheiße? Nö, ist richtig. Nee, passt sogar. 3 Euro und 20 Cent. Ja, scheiß auf die 20 Cent. Aber so jeder Bus kostet 3 Euro. Ich denke, das ist für die Busse doch wohl, sind es wohl wert. Ja, also es sind wirklich gute Busse. Gute Busse, halt Patrick, 3. Also wie gesagt, ich mag die Busse wirklich. Ich bin jetzt hier gerade in der BVG-Variante mit der getrennten Scheiben und dem Berliner Matrix Ibis-System hier, oder was das darstellen soll. Du bist unterwegs. Berliner unterwegs, oder? Ja, ich bin mit der BVG-Variante, sieht man auch am Ibis-System. Und RBL-System, meine Güte, jetzt habe ich's. Genau, ich bin nämlich morgen mit dem Dreitürer und dem Bogestra Repaint unterwegs. Passend zur Ruhrgebietkarte morgen auch. Nochmal für alle Leute, die es interessiert. Das kommt nämlich wahrscheinlich Mittwoch. Ja, denke ich. Ja, also ich fahre mit dem Bus demnächst öfteren, weil das Ding einfach ganz cool ist. Das Ding hat Power und kommt gut voran. Auch der Gelenkbus, habt ihr ja auch jetzt den größten Motor reingejagt. Glaube ich, gucke nochmal nach, aber eigentlich müsste er jetzt der größte Motor dranhängen. Der Fall macht richtig Spaß, das Ding. Ich bin jetzt mal gespannt, ich teste ja morgen den Dreitürer und wenn der wirklich genauso viel Power hat, ja. Dann denke ich mal, wäre der für so ein, zwei Linien auf Ruhrgebiet auf jeden Fall geeignet, vor allem die dann im Endeffekt dann über die Autobahn gehen, wie die SB29, sowie der Kurzläufer, der SB20, der ist nämlich auch relativ gut getaktet in der einen Runde. Und da ist was Schnelles und Zügiges auf jeden Fall von Vorteil. Vor allen Dingen dann zur Rush Hour. Merkt man das ganz oft. Oder auch morgens oder abends dann zur Rush Hour, so ab 16 Uhr. Ist das immer schon kritisch, dann die Zeit noch einzuhalten. Vor allem, wenn du am Zop eh nur 2 Minuten hast zum Wenden. Ist nämlich nicht immer ganz so einfach. Richtig. Weil das nämlich vor allen Dingen dann auch, wenn du dann auf die Trasse kommst, steigen, hast du dann so viel Personenumstieg, dass du da wirklich dann sehr gut damit begehst, wenn du da wirklich ein bisschen Power unter der Haube hast und dann wie Schumi-like, nur ohne Unfall durchzukommen. Der hätte jetzt Spaß mit dem Unfall. Egal. Ja, aber der hätte so einige Unfälle in seiner Karriere gebaut. Ich weiß, was du meinst, Mann, deswegen. Nee, aber gefällt mir echt gut. Wie gesagt, in Münster hatten wir ein Solo von diesem Zweitürer, den Matrix gerade fährt. Ja, der ist aber schon wieder raus. Ja. Fahrkarte, bitteschön. So. Sagt Repaint dazu, kriege ich noch. Das wird schon erstellt. Das kriege ich noch. Aber ich finde auch das Gelenk. Also, wenn man lenkt, das Verhalten ist nicht ganz geil. Das macht auf jeden Fall richtig Laune. Genau, also wir haben für heute Abend auch keine weiteren Aufnahmen angesetzt. Nee, ich auch selbst für mich nicht. Ein bisschen knapp wurde, weil ich auch erst im Punkt dachte, wo zu Hause war.
Und dann sage ich mal 4 Folgen LS plus noch mindestens 1,5 Stunden Omsi. Weil dann funktioniert vielleicht mal wieder was nicht und dann muss man alles wieder brummeln. Ich habe auch, bevor ich nämlich heute nochmal gestartet bin, also bevor ich meinen PC gestartet habe, also danach natürlich, nochmal Omsi überprüfen lassen, auch auf morgen, dass da alles flüssig läuft. Weil nichts ist schlimmer als ein ruckelndes Omsi. Vor allem auf Ruhrgebiet. Ja, das ist ätzend. Ich habe irgendwie das Komische, ich kann was einstellen, dann muss ich Omsi aber erstmal beweisen, hallo, das schaffst du aber, der PC ist, schafft das, das schafft er sonst auch, aber dann braucht er erst kurz eine Eingewöhnungsphase, dann läuft das immer. Also ich kann zum Beispiel das, die Einstellungen einstellen, da muss ich Omsi aber erst beweisen, hallo, das geht aber eigentlich, und dann schnallt Omsi das erst immer komischerweise bei mir. Naja, Omsi halt. Das Omsi. Ich gerade sagen, aber ohne Omsi kann es halt einfach nicht. Hey, ich überlege, ich habe bisher keine Alternative gibt. So was ist ja auch, gibt es auch noch nichts Neues von. Der Lotus wollen wir gar nicht von sprechen erstmal. Ja. Von daher bleibt Omsi aktuell das einzig wahre, wenn ich auf meine Spielzeit gucke von 1200 Stunden gut, dann ist das auch schon. Was? Marc, du hast genauso viel wie die Losers GTA haben. An Stunden. Wirklich? Jo, hatte Marvin mal, glaube ich, immer in der Woche mal gesagt in der Folge. Deswegen kommt mir das gerade, wo du sagst, Spielstunden ist mir dann weg im Kopf. Aber ich, also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht wahrscheinlich 1200 Latt, aber irgendwas um den Dreh werde ich wohl haben. Nee, diese eingestellt mache ich, das bestimmt wäre ich ganz gerne. Und ich werde wahrscheinlich auch auf jeden Fall noch weiterfahren, weil es einfach Laune macht. Ja. Es gibt ja auch noch so ein paar Add-ons geplant. Genau. Düsseldorf. Genau, Düsseldorf, München und Köln. Ne, Düsseldorf nicht, oder? Dortmund, ne, das. Also mir waren nur Köln und München bisher noch bekannt. Köln, ich muss gleich also mal ganz beide, kurz. Also das Köln-Add-on steht schon im Amazon drin. Der kommt aber erst Release 31. Dezember 2019. Mal bis dann und haben wir noch so ein München Part. München-Add-on kommt am 29. April 2019. Ich kann jetzt Ende Januar auf Ende April mal einverschoben um 3 Monate. Ja. Ich kann noch mal ganz kurz nachgucken. Aber ich meine, also Düsseldorf wüsste ich jetzt nicht, dass da ein Addon kommt. Warte, Sekündchen, haben wir sofort. Ja, komm, Stress mit der Zeit. Ich kann sagen, scheiße, Verspätung. Scrollen. Also wenn Düsseldorf kommt, auf jeden Fall, weil Rheinbahn, Citarus fahre ich gerne mit, habe ich Bus auch von, ne, fahre ich damit. Ja, Düsseldorf, sag ich doch. Ja? Ja. Schick mal den Link davon, wo du das hast. Macht hier, der Ruhrgebiet macht und so was macht das. Kevin, genau. Ja, überhaupt, dann kaufe ich mir dieses Addon nicht. Das ist. Ja. Wollte ich jetzt hier halten oder habe ich schon gehört? Mach nochmal Tür Zeit, auf. Komm, ich gucke mir das mal eben schnell an. Muss man ein bisschen runterscrollen. Ich glaube jetzt nicht, dass ich dir den Link davon gegeben habe. Aber er hat zumindest angekündigt, dass er dabei ist. Und er hat auch schon die ersten Sachen. Muss ich denn hier lang? Ach, genau, da hinten. Ich habe keinen Kontakt. Fick dich, Ampel. Mal, wo steht das denn? Ganz weit runter scrollen. Ist da irgendwie ein Bild schon? Ja, oder? Also richtiges Bild selbst noch nicht. Ich kann ja noch mal kurz scrollen. Ich stehe an der Ampel. Das vom Editor sowas? Genau, es gibt was vom Editor aktuell. Jetzt lädt das. Wenn drunter geschrieben hat, könnte der Düsseldorfer Landtag das Dach sein. Nee, das noch nicht. Da gibt es noch viel Geileres. Also ich muss mal ganz kurz weiterfahren. Ich scroll mal ganz kurz auf den zweiten Monit. Also es gibt was vom 6. Februar. Da steht VIP Düsseldorf dran. Warte. Dann gibt's was vom 5. Februar. Das ist das Update. Das ist das Interview. Das ist die Testfahrt. Das ist die neue Linie. Das ist das Update Palma. Das ist die Update Ruhrgebiet. Warte. Jetzt. Gucken hier, ich bin glücklich hier gar nicht. Das nächste Gebäude für Düsseldorf, das wäre zum Beispiel was. Deshalb ist das jetzt auch genau der Feed gewesen. Ach, fickt euch.
Benachrichtigungen, Feedback, diesen Beitrag angeben, in neuen Tab öffnen. Feuerflamme WDR. Ah, das ist Update von der Alter, der öffnet das nicht, der wichst nun. Muss ich zwei Land. Da will nur den T-Bus 2615 den Taxi. 611, das ist. Alter, warum öffnet der den Kagranz? Das ist natürlich jetzt. Wie hatte ich das denn da? Happy New Year. Sonst ist der Dezember, ne, ist glaube ich schon zu weit. Also wann war das? 31. Januar. Das nächste Gebäude für Düsseldorf. Abwicklungszeit kurze her. Warte, 31. Januar. Ah, da, ah, ja. Genau, da baut er gerade. Jetzt habe ich das selbst hier geschlossen. Ich bin einfach. Ja, da habe ich, genau, da baut er halt gerade dran. Und dann kam halt davor immer mal wieder so kleinere Sachen. Habe ich endlich? Nein, habe ich nicht. Gut. Also, wenn gut Freizeit Düsseldorf kommen sollte, ich gucke es mir echt wirklich an, weil das ist wirklich, das muss ich mir angucken, bevor ich es kaufe. Ich meine, ihr habt ja den Rheinbahn-Citaro, Euro 2 und 3 mit Ausschnitte, schöne Gut. Wenn du auch vielleicht ein Dashboard bald davon vom Rheinmann-Citaro, da muss schon alles stimmen, ne? Also, ne, von daher, ne? Ich bin mal ganz gespannt, also ich bin da ja relativ. Haltewunsch? Nö. Ich bin da ja relativ. Ich habe halt jetzt dann angeschrieben, der hat wirklich ein Ex-Rheinbahn-Schild da. Ich google dann mal eben was gucken kurz. Gleich vorher vorbei ist. Also ich bin da ja sehr, sehr, sehr. Also ich liebe diese Rheinbahn-Citaros und was. Ich feiere die einfach wirklich. Ich bin da ja sehr. Mir ist das ja relativ egal, wie, sage ich mal, ob die Karte aus Spandau-Objekten gebaut ist oder Grundteile davon. Das ist mir grundsätzlich etwas egal. Deswegen fahre ich wahrscheinlich auch unheimlich so viel Ruhrgebiet. Weil mir es halt eigentlich hauptsächlich um die Linien an sich geht. Um die allgemeinen Linienwege und die Fahrt. Alter, was ist das denn für ein Scheiß, wie hier? Um die allgemeine Linie geht und nicht so viel um die Karte im Endeffekt. Okay. Das war mir eigentlich schon bisher immer. Muss ich hier halten? Nein, auch nicht. Ich kann voll durchziehen heute, ey. Das war mir eigentlich bisher immer so relativ latt. Natürlich zählt das auch dazu. Ist ganz. Ohne geht's halt nicht. Nur Straße ist auch kacke. Naja, klar. Aber mir war es jetzt halt noch nie so wichtig, dass die Karte auf jeden Fall so eigen. Also so. Ja, besteht das aus anderen Baukarten? Pff, kann ich davon sehr gut mitleben, ist mir jetzt auch. Ich stelle jetzt nicht so hohe Ansprüche, solange mein Bus gut ist und so, obwohl da auch viele über den Gladbecker C2 streiten, den ich eigentlich so persönlich eigentlich am liebsten fahre. Mit dem Aachener. Den fahre ich auch ganz gerne. Aber auch nur, weil der auch hinten Einstieg hat. Wollte immer mal gucken, ob ich das nicht in dem Gladbecker mal irgendwann einbaue oder so. Dass die auch mal hinten einsteigen, weil es geht mir auf den Sack teilweise. Du weißt nicht zufällig, wie das geht. Hier 6850 kommt das Dashboard her. Warte mal, warte mal, Moment, das wäre jetzt Legende. Warte mal, Moment. Nein, lass das nicht. Ah, 54, dachte schon. Ui. Okay, er hat hier ein extra einmal geschlachtet. 130 Euro, ja. Tschüss. Wofür? Für scheiß Kühler-Dings unter Windschutzscheibe. Da, wie viel will der hierfür haben, Alter? Das fuck, da kannst du dir wahrscheinlich auch einen neuen verkaufen. Also, der hat auch ein Solaris ausgeschlachtet. Dann nehme ich hier unser Arsubino 12 2005er Dashboard. Der auch von der Rheinbahn. Aus 8010. Solaris 8010 der Rheinbahn hat er das. Ja. Ja, und dann eben aus dem Citaro 6850 wahrscheinlich. Ich hab den mal angeschrieben für den Preis. Ne? Ja.
Mal gucken. Nicht ganz viele Sachen hier drin. Ja, Karuna. Hallo. Okay. Ja, gucken. Eventuell. Weil da habe ich ein Rama-Zitat und das wäre Legende aus 68-50. Ich weiß gar nicht. Ich schon mal aus welchem Bus das kommt. Das ist ja für mich immer, wenn ich sowas haben will, zum Beispiel so ein Dashboard, will ich immer gerne wissen, aus welchem Bus. Da will ich am liebsten Bilder von dem selber haben oder machen oder irgendwas anderes aus dem Bus haben. Ein Nummernschild, Kennzeichen, Wagennummer, irgendwas, was man aus dem Bus noch mitnehmen kann, damit ich weiß, okay, das und das war da mal. Das ist, finde ich, für mich immer ganz interessant. Oder auch so jetzt zum Beispiel, als wir den Bus ausgestattet haben, so 98-23 Ecksteilwege, so, da brauche ich, okay, zack, zack, gut, das sind die Sachen, waren jetzt nicht für mich und nicht das Dashboard, ne, aber solche Sachen, da kann ich mal gucken, okay, das und das, was war das für ein Bus, ne, das ist für mich halt interessant, deswegen weiß ich zumindest, oder kann ich zumindest mehr daran erinnern, dass es auch 60-54 kommt, das Dashboard. 68-50 meine ich. Also wenn ich mir wirklich so ein Dashboard auch immer mal aus Langeweile zulege, weil ich den ganzen Tag nichts anderes zu tun habe, dann wird das eher was Neueres an Dashboard. Ja, also natürlich, wenn du C2-Dashboard haben willst, dann, also ich kenne bisher noch keinen, der so eins hat. Liegt vielleicht daran, dass vielleicht noch nicht so viele C2s ausgemustert werden. Weil auch so viele davon gar nicht kaputt gehen, außer einer hat die komplett zu Schrott gefahren, die Karren. Ja, gut. Hallo. Aber ich denke mal, das würden die wahrscheinlich wieder reparieren. C2LE. Weil ich habe halt nicht gesehen, ob das ein neuer war schon, mit neuen Dashboard oder auch nicht. So, ab auf die Autobahn mit dem Solo, jetzt geht's ab hier. Jetzt geht der Pin voll ab, ey. Oh, jetzt wird's lustig wahrscheinlich. Oh, ich hab ich, ja, du und so. Aber ich gibt's ja da ein bisschen Auto, weil er richtig ausfahren kann, die Karre. Naja. Ne, 84,6 abgeregelt. Die 58, ne? Abgeregelt, genau, danach kommt nichts mehr. Aber er ist trotzdem schnell auf der Ding ist. Also, könnte die Autobahn morgen doch nicht so geil werden. Ich fahre mit dem C2 doppelt 10 km/h schneller. Oh. Ja, da fahre ich 95. Und mit dem Aachener fahre ich 100. 304. Ja, die Rasen ja eh, da sind ja Rasen. Da geht richtig Pumpe auf der Autobahn. Ja. Dann machst du alles weg. Aber gerade überhole ich eh die KI, von daher. Pff. Ich fahre eh nur einmal über die Autobahn, von daher geht das. Zwar dann eine halbe Stunde oder so. Oder 20 Minuten, aber das geht dann noch. Ich habe jetzt morgen keinen kompletten Schicht nur auf Autobahn, weil dann wäre das ja echt eine Katastrophe. Ich habe nämlich. Katastrophe Ruhrgebiet. Ja. Ich habe nämlich morgen jetzt fehlt noch der Tempomat rein und gib ihm. Ja, ne? Hier leckt's müssen jetzt bei mir. Über die Autobahn. Ich habe gerade 56 ms, alles top. Das wundert mich, ich habe eigentlich den. Niedigen, da muss ich mal gucken, irgendwie funktioniert das hier nicht. Entweder hat er keinen oder irgendwie ist da noch ein Fehler drin, dann glaube ich zwar eher weniger, aber ich weiß nicht, irgendwie. Ja. Obwohl ich heute meinen Grafiktreiber abgedatet habe und mein PC nicht neu gestartet habe, läuft das unheimlich flüssig heute ausnahmsweise mal. Okay. Eigentlich habe ich danach immer so Schwierigkeiten, dass ich erstmal PC neu starten darf. Aber es wundert mich, dass das echt gerade so flüssig läuft. Na gut, jetzt geht er mal kurz auf 28 runter, weil er die ganzen Kacheln und so weiter nachlädt. So, aber runter wieder von Autobahn. Aber Autobahn fährt er sich auch relativ ruhig. Könnte zwar 10 km schneller sein, aber das geht jetzt, sage ich mal, noch. Okay. LKW, was machst du hier? Ach, Ampel. Schimmel. 68,54. Hast du ja bald zwei Dashboards da so rumstehen? Ja, das haben wir doch verkauft. Ach so. Und ich habe noch ein bisschen mehr Geld, dann kann ich, also ein bisschen ein paar andere Sachen, die ich verkaufen will. Da habe ich das Geld wieder raus. Was macht der LKW denn hier? Ach,
98 und 7, wo kommt der denn hier? Hallo. Schönen guten Tag. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken? Hufnagel ist das. Ah, Jens Hufnagel direkt. Ja, da will ich vielleicht nicht anfragen. Nicht bei Jens Hufnagel. Nee, hab ich gebrochen. Ist ein Busunternehmer und der hat hauptsächlich alte Karren, so schöne alte Wagen im Vorfall. So. Auto, LKW, bist du doof? Hallo. War gut, dass ich keine Kolli hatte, ey. Fahr ich neben den, zieht der Sack einfach rüber. Eiskalt. Furze. Okay, jetzt hier das Nieding rein. Nee, Nieding will nicht. Nur Niveau regulieren. Haben die überhaupt Nieding? Nee, eben, deswegen. Ich glaube nicht. Kann ja sein, dass sie den Dingsbums drin haben, aber wenn die grundsätzlich kein Yeeling haben, wird das wohl nichts. Aber das ist nur für die Niveauregulierung. Ja. Dass auch alte Leute wie Maurice einwandfrei einsteigen können. Nein, das ist nur die Höherlegung für Sahib, wenn du über so eine Kante fährst. Diese Niveauregulierung haben die. Ja. Jetzt nehme ich jetzt ein paar Zentimeter höher. Ja, Zentimeter machen das schon aus, wenn ich da teilweise so Autos sehe, die so tiefer gelegt sind, damit den Bodenwellen nicht da so drüber schleifen oder darauf aufliegen, ist auch mal lustig. Wenn du so Videos auf YouTube siehst, wo einer sein Auto protzig tiefer gelegt hat, dann so ganz langsam über die Bodenwelle, über diese Verkehrsminderung fährt, ja, und dann einfach hängen bleibt, finde ich immer wieder lustig. Und danach so Teile abreißen oder so, ja, finde ich immer, warum macht man so einen Scheiß? Und dein Schlepper kannst du ganz entspannt drunter sitzen, gar kein Problem. Stehen klappt noch nicht ganz. Und beim Auto bist du froh, wenn du da überhaupt mit dem Arm drunter kommst. Morgen. So, also ich habe jetzt noch 4 Minuten oder so. Ja, Wettenkampf. Ich bin noch. Ja, 3 Minuten bin ich noch unterwegs. Perfekt. Leg ich mich denn jetzt gleich schon ins Bett oder mache ich die Folgen noch fertig? Ich versuch's, ich verspreche nichts, ob ich es heute noch was schaffe. Ja, zumindest also aufnehmen wahrscheinlich nicht mehr, aber so was kodieren oder so ein Scheiß. Alter, deine Homepage ist richtig anstrengend geworden, weißt du das eigentlich? Ja. Jeden Morgen irgendeine Mail über ein neues Update für Plesk, für Plesk oder sonstiges. Ich mach schon jeden Tag kann ich mich darauf anmelden und irgendwelche Updates auf den Server ziehen. Oh, ich muss rüber, sonst wird das hier gleich lustig. Jeden Morgen das erste, was ich lese, sie haben ein neues Update. Naja, was willst du machen? So. Und ich muss gucken, ja, ein Server läuft aus bei mir. Ich weiß aber noch nicht wach. Aber ich glaube, es war das V-Server für den Teamspeak, wo ich Langeweile hatte. Mir nämlich aus Langeweile für 10 Euro für einen Monat so einen ganz normalen V-Server gekauft, um ja, einfach nur mal drauf zu testen, wie sich Teamspeak darauf Hallo. Installiert. Morgen. Ja, ich habe echt Langeweile ab und zu. Ja, das sage ich ja gerade auch wieder. Wollte ich jetzt so offen nicht. Ich habe damit vielleicht so eine halbe Stunde rumprobiert, dann lief der Scheiß. Habe ich da noch eine halbe Stunde Zeit rein investiert, um mal zu gucken, was ich da sonst noch für eine Kacke mit anstellen kann. Aber ich dachte, ja, läuft, alles top, hat sich gelohnt, so in etwa. Ja, aber am besten ist, man holt sich's einmal und testet es aus, bevor man da irgendwann mal dran rumspielt. Ich glaube, der Scheiß läuft jetzt noch siebene Woche, glaube ich. Aber verlängern werde ich den nicht, worum brauche ich ja so nicht. War nur testweise mal wieder. Aber ich glaube, der Musikbot, der unten sitzt oder saß. Der ist durch. Da muss mal drin gemacht werden. Ich weiß nicht. Das ist Timo auch am Montag. Ich weiß noch nicht, ob ich den. Ja.
weiß halt nicht, ob ich den verlängere. Also den Bot auf gar keinen Fall, weil das, sag ich mal, Control- und Musikbot in 1 ist, fand ich jetzt nicht so geil. Aber mal gucken, aber ich weiß noch nicht, ob ich den überhaupt mehr wiederhole, weil ab und zu, wenn ich den mal höre, ja, ganz nett, aber sonst muss ich mir mal ankicken. Ah, Endhaltestelle, ich bin sogar schon da. Mann. Boah, ich soll mal eine Busspur, da kann ich mal richtig Pin geben. Geht auch nochmal durch. Schaffe ich die 8, die Abriegelung? Ja, habe ich geschafft, gar kein Problem. Aber an der Haltestelle halt, Mensch, gar kein Problem mit den Titanbremsen hier, ey. Also der ist, Problem ist, bei mir ist jetzt einer schon vorgesprungen, der hat jetzt schon umgeschaltet aufs nächste Ziel, aber ich ist jetzt eh an der Haltestelle, wo ich stehe. Das ist jetzt egal. So, ich ziehe noch mal ganz kurz vor. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich muss da rein, das kriegen wir wohl hin. Wenn da kein Penner kommt, geht das sogar ohne Probleme. Da ist der F-Bahn. Ja. So, meine Wenigkeit ist durch. Möchtest du schon mal mit deinem abschließenden Resümee beginnen? Im Thumbnail machen. So. Das Thumbnail hat auch was. Einfach mal mehr machen. So. Terminus. So, ich bin jetzt auch fertig. Gut, dann will ich sagen, mal kurz das Abschlussresümee und dann sind wir für heute durch. Morgen kommt dann noch die MIM 3 Türe auf Ruhrgebiet von der Burgestra. Was? Moment. Was war mit Nein und Moment? Warte. Ich glaube. Maurice hat Kacke gebaut? Weg. Nee, nicht ernsthaft, ne? Ui. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was du möchtest. Okay. Ich glaube, war die zweite Folge war nichts. Ja, ich habe bei mir nie aufgenommen, wo ich auf Start gedrückt habe. Er hat nicht gespeichert, keine Ahnung. Gut, dann werde ich noch eine Folge Transportführer dranhängen. Dann gibt es die zweite Folge nur beim Markt zu sehen, aus dem Markt. Genau, der Viertürer ist ja wahrscheinlich nichts anderes als der Dreitürer, nur mit einer Tür mehr. Genau, nein, dann also, gibt's. Wir machen so, dann machen wir jetzt so das Resümee. Ja, also nochmal kurz zusammenfasst. Also das Einladen kostet 15,99 €. Jeder Bus kostet 3,20 €. Die sind halt konfigurierbar. Nicht so weitläufig und nicht so detailreich wie das beim MAN Stadtbus. Dennoch hat das einige wichtige Funktionen, die ich sagen mal doch ganz gut finde. Also was gut finde ist, dass man die Tür nicht konfigurieren kann. Das heißt, man hat nur Innenschwenktüren. Ich denke mal, das gab es bei Solaris zu der Zeit auch nur. Ich will mich da aber nicht festlegen. Ja, ansonsten von der Detaillierung her sehr schön gemacht. Einige Stationen sind sehr schön scharf, nicht alle. Das Modell an sich ist schön gemacht. Ja, ich kann mich nicht beklagen. Natürlich Solaris Logo wird im Mod irgendwann bestimmt rauskommen. Das wird wohl so sein. Dennoch hat es so, wie gesagt, so zwei, drei Kleinigkeiten, die nicht funktionieren. Also bei dem Solo funktioniert jetzt hier diese Türöffner hier. Bei einem Solo-Bus, den ich ja letzte Folge hatte, leider nicht. Ansonsten finde ich es wirklich sehr schön gemacht, sehr schönes Addon. Ich kann zu jedem empfehlen, der gerne Solaris in seiner Palette haben möchte. Und da könnt ihr auf jeden Fall gerne den Entwickler unterstützen, hat er sehr schön gemacht, ist übrigens 3D Modelldesign für die, die es interessiert. Gut, wie gesagt, den gibt es bei Steam, bei Aerosoft könnt ihr das downloaden als Download-Datei. Und dann würde ich sagen, bedanken wir uns erstmal für euer Interesse. Hoffe, euch hat die kleine Vorstellung dieses Add-ons gefallen.
Ja, schade, lasst auf jeden Fall mal ein Like da, abonniert unseren Kanal und schreibt mal in die Kommentare, was wir euch jetzt nächstes Mal zeigen sollen oder was ihr euch wünscht oder wie oder was oder wann oder so fort. Gut, in dem Sinne, euch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr dieses Video schaut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao und bye bye. Tschüss.